Hallo Leute, mein Name ist Otzes T und heute schauen wir uns den anderen Quellfluss des Rheins an, den Hinterrhein. Wir befahren den letzten Abschnitt vor seinem Zusammenfluss mit dem Vorderrhein. Der Einstieg ist etwas flussabwärts auf der rechten Seite vom Dorf Rotenbrunnen. Der Ausstieg ist direkt am Zusammenfluss auf der linken Seite. Viele der Zuflüsse des Vorderrheins auf der rechten Seite sind aufgestaut für Wasserkraft und das Wasser wird von einem Seitental ins nächste geleitet. Letztendlich fließt das Wasser in den Hinterrhein kurz oberhalb des Einstiegs. Der untere Abschnitt hat ganzjährig genügend Wasser und selbst höhere Wasserstände machen den Fluss nicht markant schwieriger. Es ist eher die Fließgeschwindigkeit, die sich dadurch erhöht. Auf den ersten paar hundert Metern ist der Hinterrhein noch kanalisiert. Sobald jedoch die künstlichen Steindämme zurückweichen, nutzt der Fluss die gesamte Talbreite. In all meinen Jahren auf diesem Flussabschnitt hat sich der Vorderrhein immer mehr und mehr von seinem natürlichen Lauf zurückgeholt und fließt heute durch eine Auenlandschaft. Der Hinterrhein ist eine gute Wahl für Anfänger als ersten Fluss nach der winterlichen Hallenbadsaison. Die Fließgeschwindigkeit ist nicht zu schnell und es gibt jede Menge Kehrwasser zum Üben. Zusätzlich ist da auch noch die atemberaubende Landschaft. Wenn Anfänger nach einer solchen Fahrt nicht vom Sport gefesselt sind, dann hat es nicht sollen sein. Wenn das Schloss Rezüns rechts über dem Fluss thront, beginnt der technisch interessante Teil. Der Hinterrhein ist breit genug, sodass jeder eine einfache Route wählen, aber auch die Walzen und Surfwellen ausfahren kann. Von hier gräbt sich der Fluss durch die Moräne, um ins Vorderrheintal durchzubrechen, wo sich beide Flüsse zu einem der größten Europas vereinen. Unterhalb der Autobahnbrücke, welche den Norden über den San Bernardino mit dem Süden der Schweiz verbindet, gibt es angeblich ein paddlerverschlingendes Kehrwasser. Dieser Vorfall war jedoch vor meiner Zeit. Stellt euch also lange Boote und hohe Wasserstände vor. Unglücklicherweise war der Paddler ein Anfänger und der Leiter war nicht in der Lage, dasselbe Kunststück zu verfügen. Wenn sich das Tal wieder öffnet, hat die Menschenhand etwas nachgeholfen, den Flusslauf zu renaturieren und sie hat gute Arbeit geleistet. Daher kann man auch hier viele Kehrwasser erwarten, um das Können zu schärfen. Beim Zusammenfluss mit dem Vorderrhein queren die Autobahn und die Zuglinie auf die andere Seite. Der Ausstieg ist entlang des linken Ufers. An schönen Tagen sind hier auch eine Vielzahl Menschen anzutreffen. Wie immer könnt ihr weitere Infos in der Beschreibung unten finden. Kürzlich habe ich auch zwei Führer für den Vorderrhein veröffentlicht. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Like und drückt den Subscribe-Knopf, um künftige Videos nicht zu verpassen. Ich bin Hotzes T und wünsche euch noch viele schöne Stunden auf dem Wasser.